Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen erstmal. Und ich habe gestern unter dem Video einen Kommentar bekommen und mir wurde gesagt, dass angeblich der Ocean Templar mit Spell Damage harmoniert, also mehr Leben regenerieren könnte. Das hat mich gewundert bzw. hat mich interessiert und deshalb habe ich jetzt hier eine kleine Zusammenfassung von insgesamt 5 Einheiten, die mit dem Spell Damage Sorcerer nicht besser werden. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit und danach dranbleiben, es kommt wieder ein Gameplay. Beim Ocean Templar starten wir mit 940 Leben. Der King macht 3 Angriffe, er braucht 1,36 Sekunden für diese Angriffe. Wir regenerieren in 1,36 Sekunden ungefähr so viel Leben, dass wir auf 461 kommen. Geben wir nun dem Ocean Templar den Sorcerer Spell Damage, sehen wir, dass wir auch auf 463 kommen. Beim Chieftain fasse ich mich kurz, es verändert sich nichts. Bei der Pilgrim ist es wiederum ganz spannend, da kann man nämlich sehen, dass sie nur 130 heilt. Und dann denkt man so, warte mal, 130, da steht doch überall 140. Nun ja, das liegt daran, dass in den Patch Notes die Pilgrim genervt wird von 140 auf 130, ist aber leider noch nicht eingeführt wurde. Und geben wir der Pilgrim nun den Spell Damage Sorcerer Buff, sehen wir leider wieder, dass es rein gar nichts bringt. Es kommt wieder bei 130 raus. So, beim Head Chef habe ich es dann auch direkt mal ausprobiert, ob der Spell Damage Sorcerer da was ausmachen kann. Nicht wundern, das was das Proton da hat, ist ein Sorcerer mit Mana-Regeneration. Das ist einfach nur dazu da, damit es ein bisschen mehr Leben hat. So, hier habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe alle Ticks mitgezählt. Merkwürdig ist, dass hier einige Ticks ungerade sind und die Einheit dann auf einmal ungerade Leben hat, wird gleich sich danach mit einer Zeit wieder aus, dann kommt eine ungerade Zahl dazu und es ist wieder gerade. Jetzt kommt es gleich zu einem Glitch. Was? Warte, einen Moment. Der nächste Angriff. Ja. Also es sind 4 Angriffe insgesamt. Hier kommen nochmal 20 Leben dazu, 170. Und jetzt auf einmal kommen 161 Leben dazu. Was aber nur ein Anzeigefehler ist. Jetzt kommt ein neuer Buff dazu, heilt 50 Leben. Und wenn wir das in eine Formel einsetzen mit den 4 Angriffen, die 2 Buffs, die da waren, kommen wir auf 500 Leben, was also keine Auswirkung hat. Nur ein Anzeigefehler. Wenn wir das jetzt mit dem anderen Headchef vergleichen, ohne Spell Damage, kommen wir ebenfalls bei diesen 500 Leben raus. Hier jetzt einmal eine Tabelle mit den Einheiten, die ich getestet habe, was ich erwartet habe, was sie machen und was sie letztendlich gemacht haben. Ja, und dann bis gleich. Sind wir auch schon. Da haben wir Spaß, ne? Also, das mit der. Was mich am meisten irritiert hat, ist echt, dass die Pilgrim-Anzeige falsch ist. Dass da 140 steht, obwohl es nur 130 sind. Naja, wusste ich halt nicht, ne? Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, es wären 140. Auch wenn es in den Patch Notes anders stand. Dann haben wir eine Hydra, die wir nicht setzen können. Dann nehmen wir die Bank, den Firelord. Arcane Armor haben wir die Wildshrooms. Fortified haben wir die Bank. Und die Ranger nehmen wir gegen 10 mit. Buzzes. Butcher ist geil, brauchen wir. Ist halt die Frage, ob ich die Buzzes mitnehme. Was mache ich gegen 6? Gegen 6 werde ich einfach 2 Wildshrooms setzen. Wobei ich könnte auch nach Hydra gehen. Aber dafür brauche ich die Buzzes. Wir machen was so. Haben wir Reroll? Nee. Pierce, Impact, 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 Magic, Pierce. Ist okay. Ja. Dann geben wir einen Growl. Was geht er für einen Start? Angler, okay. Je nachdem, ob wir jetzt die Snare bekommen oder nicht, gehe ich Walker. Oder wenn ich meinen Gegner definitiv liegen kann mit 40 auf 2. Ich hätte den Finger schon mal bereit auf der. Boah, der Kaffee ist so eklig. Boah. Boah, ist das schlimm. Boah. Ich hab. Also kaffeetechnisch habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gestern meine Kaffeemaschine mit Essig sauber gemacht. Habe dann mehrmals durchgespült. Es riecht immer noch nach Essig. Keine Snail. Ich schicke auf Blau. Blau ist Proton. Liege ich nicht. Gut. Habe ich mit Essig sauber gemacht. Habe mehrmals durchgespült. Dann hat die ganze Küche immer noch nach Essig gerochen. Weil ich musste ja einmal ne, auf Kochen drücken, damit Essig durchläuft. Und dann habe ich jetzt noch eine neue Kaffeesorte dazu. Und die Kaffeemaschine riecht immer noch nach Essig, obwohl ich die, also ne, 6-mal durchgespült. Öfter geht halt nicht. Und ja, jetzt riecht der Kaffee nach Kartoffeln. Er riecht nach Kartoffeln oder Hundefutter. Aber nicht nach Kaffee.
mega irritierend. Schicke ich jetzt einfach jetzt, weil ich lieg den eh nicht. Gehen wir die Bank. So, gehen wir die Bank hier. Hoffentlich sendet er jetzt. Dann kann ich ordentlich Worker gehen. Oder er geht, dass ich Hydra gehe und saved auf 3. Ich gehe jetzt trotzdem schon mal meine Worker. Schickt ihm eine Double Snare. Er hat ein Atom ausgebaut. Unkompliziert ist das. Ja, und er hält das. Sieht zumindest vielversprechend aus. Und er mit den Gate Guards. Oder? Hält er? Auf jeden Fall schicke ich noch die Snare. Solange wie er braucht. Nice one. Safe gehalten. Also wenn ich jetzt keinen Cent bekomme, muss ich das Geld sparen, weil dann safe er komplett durch auf 6. Und dann brauche ich definitiv mehr als einen Butcher und einen Graal. Dann würde ich sogar Butcher, Graal und zwei Wildshrooms brauchen. Oder ein Wildshroom würde reichen, glaube ich. Mehr kriege ich nicht hin. Wenn er jetzt schickt, kann ich nochmal 3 Worker gehen. Ne, 2 auf 6. Siebter Worker wird zu greedy. Er schickt jetzt 60, vielen Dank. Auf mich schickt. Gelb. Ja. Okay. Alles im Worker. Können wir echt einen siebten Worker gehen, ne? Oh, die Fiend. Die Fiend macht einen Job. Guten Job. Wird die angegriffen? Ja, jetzt wird sie angegriffen. Und der Hund da hinten. Komplett am Eskalaten. Ah, das wird nichts, der Held. Oh, war die Snare zu viel für den Typen mit den Atomen? War zu viel für ihn. Er hat einen 40er Reset bekommen und ist keine Value gegangen. Dann liegt er natürlich auch. Ah, das heißt, ich kann ja safe den siebten Worker gehen. Ne, warte, kann ich nicht. Kann ich nicht, weil auf Gelb schickt auf mich, hat 60 geschafft, hat 2 Gate Guards. Ich geh einfach den siebten Worker, komm. Nimm die Dragon Turtle noch mit. Bam. Hauptsache Incam, ne? Gegen die 5 schaffe ich dann den Butcher. Und gegen die 6 den Graal. Ja, und mit dem muss ich dann splitten. Hab natürlich jetzt kein Magic Damage. Das ist ärgerlich. Magic Damage gegen 6 ist mal sehr nice. Bei Fortify, die Brutes, die werden mitgeschickt werden. 20 nochmal, sehr gut. Schicke ich nochmal die Fiend mit. Dann schaffe ich vielleicht sogar noch einen Ranger. Und ein Ranger wäre ziemlich nice mit der Bank. Reflexion zählt und Angriffe selbst zählen. Und die Bank hat einen ziemlich nice Attack Speed von 1,2, glaube ich sogar. Warum auch immer ein Tank schneller angreift als, weiß ich jetzt nicht, ein Damage Dealer. So. Fiend. Dann gehen wir hier den Butcher. Oder wir könnten Graal. Ne, wir gehen Butcher. Wir wollen den Butcher ja behalten. Hier den Butchie hin. Und ich schaffe sogar nicht mehr. Vielleicht zettelt er jetzt nochmal? Ne, der zettelt jetzt auf 6. Als ob der auf 5 nochmal... Obwohl, er könnte jetzt auch doppelt Brute schicken, ne? Dann hätte ich natürlich ein paar Probleme. Gut, dass ich einen Butcher gesetzt habe, ne? Hat er nicht mit gerechnet. Kann ich einen Worker geben. Weil das werde ich jetzt halten. Ich schaffe trotzdem den Graal. Zum Splitten. Oder ich gehe in Wildschirm zum Split. Dann könnte ich noch einen Worker gehen.
12 Income, 50. Wo liegt er? Er braucht auf jeden Fall ziemlich lange. Er liegt. Ich gehe den Worker. Steht denn jetzt noch die Fiend? Komm auf 120, dann ist das. Also ich wäre jetzt schon splitten. Ah, 136. Gegen die nächste Wave. Auf derselben Höhe einen Gral hierhin. Hier den Wald schon. Na, der Worker war zu greedy. Der neunte Worker war zu greedy. Das werde ich jetzt liegen. Es sei denn, er schickt jetzt gar nicht. Wenn er jetzt gar nicht schickt, dann null Problemo. Noch ein Wizard, 100er Cent. Oh, zwei gegen den Waldschirm. Das ist gut. Und jetzt gegen die Brood. Gehe ich nochmal einen Worker. Brood ist raus. Und der Wald schon gewinnt, der Butcher tankt. Oh, ist das nice. Aber ich lieg trotzdem. Ja, da war ich zu greedy mit dem 9. Worker. Liegt er? Ne, er hat eine Disciple gesetzt. Die hält das. Und das bringt jetzt natürlich den ganzen Vorteil, den ich erarbeitet habe, wieder komplett raus. Worker, noch ein Wildroom. Diesmal gehen wir den hier mit Butcher. Gehen wir hier mit Butcher. Hier mit Butcher, da kommt ein Ocean Templar hin. Und schicken dann auf 8 einen Dino. Also auf 8 dann schön Dinos. Ich frage mich gerade, ob das besser gelaufen wäre, hätte der Wild schon gerade eben den Butcher gehabt. Ne, dann wäre die Bank viel schneller gestorben, hätte keinen Sinn gemacht. Oder ein Damage Dealer. Gegen Disciple. Ich schicke einen Drachen. Jetzt noch ein Worker. Geht gleich zwei Ranger. Und schickt dann jetzt den Drachen. Ich kann sogar drei Ranger gehen. Auf den möchte ich keinen Butcher-Buff haben. Dann setze ich Ocean Templar, dann setze ich die. Hier. Shine bright like a diamond. Aber wir setzen den lieber hier hin. Und noch ein Lizard. Hauptsache Damage. Und er wird wahrscheinlich. Oh, er schickt jetzt einen Hermit. Warum auch immer er einen Hermit schickt. Noch einen Worker. Der Butcher-Buff ist natürlich ziemlich nice. Ja, das haben wir. Genug Ranger sind da. Und er hat mehrere Disciples gesetzt. Und die splitten sich. Das ist ärgerlich. Und, aber er sein Kumpel liegt. Dann gehe ich nochmal zwei Worker. Nee, ich brauche noch eine Bank, ne? Oder ein Gral in dem Fall. Er liegt auch ein bisschen, ist okay. Neun ist Safety Mole. Oder einfach ein Dinochen. Na, ich schicke nochmal den Satz mit. Oh, King Damage. Nice. Ich muss jetzt Value catchen. 365.
Gehen wir den Ocean Templar. Sind wir Overvalue. Dann geben wir gleich 2 Daphne. Sind wir auf 10 safe. Gegen 11 einen Firelord. Oh, jetzt ist der Wild schon natürlich mega kacke. Fuck my life. Ist er undervalued? Er ist undervalued. Mana saved. Ich muss Supply upgraden. Aber das hält er. Der ist ja gut auf der Wave. Hält meine? Ne, meine hält nicht. Trotz Spatscher. Aber das ist zu viel Piece Damage für ihn. Nochmal ordentlich Geld rausgeholt, Jungs, ne? Warum haben die Gegner denn mehr Gold bekommen? Ach, er liegt doch. Ah, schade. Ah, ist in Ordnung. Bekomme ich mehr Geld. Ich habe hier sogar 3 Daphne, ne? Ja. Ah, oh, ich glaube, ich gehe lieber keine Daphne. Oder lieber jetzt 2 Daphne und dann auf der 11 eine Haven. Ich könnte auch jetzt schon eine Haven gehen, aber wenn er jetzt schickt, dann wäre das unschlau. So, wir kommen jetzt. So, 2 Daphne brauche ich definitiv. Dann habe ich 137 plus 160 plus 150 und das sind dann 447. Muss ich bleiben. Aber wir schicken ja auf 11. Das heißt, ich könnte noch einen Worker gehen oder jetzt noch einen Ranger. Ich gehe jetzt noch einen Ranger. Wenn wir auf 11 schicken. Frage ist, schicke ich da Frontline mit? Ja, ich möchte ja, dass die Disciples daneben hauen, ne? 300. Gut, dass ich jetzt die Daphne gesetzt habe. Ah, die Daphne rasieren den ja richtig weg. Und wenn der King erstmal weg ist, dann... ein Berserker. Da möchte ich eigentlich Lizards mitschicken. So viele, wie ich kann. Ich wollte gerade sagen, stirbt das Ding auch irgendwann mal, oder... Und die gehen jetzt zuerst für den Drachen. Das ist gut. Der macht nämlich den meisten Schaden. Den Daphne zu schicken macht keinen Sinn. Kann ich sogar jetzt noch Worker gehen, ne? Und Hero. Die Hero Bank. Jetzt habe ich ordentlich Value. Noch ein Lizard, 2 Schnecken und ein Dino. Er kriegt jetzt den 360er Cent. Hat er einen Kingpin? Er hat einen Kingpin. Dann hat er das. Da vertraue ich ihm. Ich gehe jetzt Worker. Weil die Wave wird lange dauern. Irgendwer wird liegen. Bin mir gerade bloß unschlüssig, wer. Nee, er nicht. Ich erst recht nicht. Ja, der liegt definitiv. Meiner liegt nicht. Ne, der liegt gar nicht, ne? Harbinger sind ganz schön krass. Und das hätten wir jetzt auf 14. Wo hält er? Er liegt. Das ist nicht gut.
Die sind für, wahrscheinlich für Allowance gegangen. Oder der andere könnte sogar für Sacrifice gegangen sein. Hat aber bisher nur Disciples und Atome, ne? Schon belastend. Schaffe ich einen Headchef? Ja, Headchef schaffe ich. Bin ich gut gegen 13. Bei 13 baue ich dann die Canopies aus, dafür, dass, für den Fall, dass sie aufs Hudson saven. Einmal der Headchef. Und gegen 13 dann 2 Canopies. Ja. Impact Damage ist gut. Headchef ist da. Da vorne einen, da vorne könnte ich den Firelord hinsetzen. Der hätte dann Damage Reduction und den Ocean Temple Buff, aber leider keinen Firelord Buff, keinen Butcher Buff. Die gehen auf 13. Obwohl, 14 macht auch Sinn. Ah, ich denke jetzt einfach mal, dass sie jetzt schicken werden. Weil 13 ist. Zwei Canopies. Zwei Wildshrooms noch. Ich habe 2500 Value. Ich bin gut drauf. Ich habe hier Hero. Oh, warte mal. Apropos Hero. Der stirbt wahrscheinlich zuerst, aber dann tankt er ein paar Hits für die Haven. Ist okay. Und ich hoffe, der Headchef halt den Canopy hier hinten hoch und nicht die Wildshrooms. Au. Und die Haven verreckt einfach direkt, ne? Ah, ja, yeah. Krieg ich die Seatram wenigstens raus? Seatram ist raus. Aua, ich lieg richtig hart. Ich schicke einen Kraken. Gegen die Disciples. Und ich glaube nicht, dass 11 Golems genug Schaden machen. Das sind ja nicht mehr 11 Golems, das sind ja nur 7. 7 Golems, Brute, Safety Mole, Hermit. Wird schon bedeutliches Aua machen, aber ich glaube nicht, dass das Game ist. Nochmal 3 Worker. 300 Gold reicht komplett, um auf Value zu kommen. Der Earth King wirft halt einfach immer noch Schneebälle. Yep. Wenn ich noch eine Safety Mode schaffe, wäre das sehr nice. Das ist doch Game. GG. 13 ist so eine Dreckswave. Ah, der Tilter. Naja, dann bis zum nächsten Mal.